Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Immer wieder werde ich von Freundinnen auf Bücher hingewiesen, auch von meinen Kindern. Die wollen, dass ich ein moderner Mensch des 21. Jahrhunderts bin oder werde. Sie wollen mit mir darüber diskutieren und mir zeigen, wie man sich heutzutage richtig verhalten muss in einer global gewordenen Welt. Und dazu gehört eben auch der politisch korrekte Gebrauch von Begriffen, zum Beispiel Genderbegriffen, aber auch Begriffe, die nun Menschen von anderer Hautfarbe bezeichnen. Ganz wichtig ist der richtige Umgang mit Worten. Und dabei habe ich von Ihnen einen neuen Begriff kennengelernt, den ich so noch nicht kannte, nämlich POC, People of Colors. Man spricht heute nicht mehr von schwarzen Menschen, von dunkelhäutigen Menschen, sondern man spricht von POCs, People of Colors. Und mir war klar, dass viele, viele Begriffe selbstverständlich in dem Zusammenhang verpönt sind, weil sie wirklich menschenverachtend sind. Das berühmte N-Wort. Aber ich kannte diesen neuen Begriff POC noch nicht. Nun ist der Umgang mit unserer Sprache ja auch immer ein Hinweis darauf, wie wir denken. Und gerade in den letzten Wochen ist so deutlich geworden, wie stark unser Rassismus in Europa noch ist, in Deutschland noch ist, aber eben auch gerade in den USA. Was wir gerade in den USA erleben, I can't breathe, viele Rassenunruhen, ein fast bürgerkriegsähnliches Leben in den USA, das macht doch sehr bedenklich, wie es um uns steht und wie wir uns auch verändern müssen, um diese Welt etwas friedlicher zu machen. Und so möchte ich Ihnen nun in den folgenden fünf, sechs Wochen Romane vorstellen, die dieses Thema behandeln. Zwei habe ich von meiner Freundin aus Guinea-Bissau bekommen, Romane, die ich nie gelesen hätte, die ich ihr zuliebe gelesen habe und von denen ich sehr viel gelernt habe. Und Romane, in deren Mittelpunkt afrikanische bzw. afroamerikanische Menschen stehen. Das Thema ist Identität, Rassismus, Sklaverei in den USA, Probleme von POCs auch in Großbritannien, auch Menschen aus der Karibik. Und so möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen, als erstes einen Roman der großen Autorin Toni Morrison, Beloved, Toni Morrison, eine Nobelpreisträgerin, die letztes Jahr gestorben ist. Dann einen weiteren sehr wichtigen Roman, Amerika Na, von der Nigerianerin Chimamanda Ngozi Adichie. Dann Sadie Smith, White Teeth, Underground Railway von Colson Whitehead und Schwarzer Leopard, Roter Wolf von James Marlon. Fünf Romane, fünf Autoren, fünf POCs. Aber bevor ich mit Ihnen beginne, möchte ich einen weißen Autor ins Spiel bringen, Albert Camus, an dessen Stellung gegenüber Algerien man doch sehr viel auch ablesen kann, bezüglich unserer Stellung als Europäer gegenüber den ehemaligen afrikanischen Kolonien und unserer Interesse an ihnen. Albert Camus hat sich eingesetzt für die Algerier im Freiheitskampf, in ihrem Freiheitskampf gegen Frankreich, aber er war in einem Dilemma, denn er liebte dieses Algerien wie seine eigentliche Heimat und es ist ganz
seltsam und sehr typisch für ihn, dass eigentlich in allen Romanen, die er geschrieben hat, auch Essays und Kurzgeschichten, das Thema POC, Rassismus, nicht auftaucht. Und das möchte ich Ihnen auch ein wenig zeigen an dem Roman, den ich als erstes vorstellen will, Der Fremde, 1942 geschrieben, bevor der Befreiungskrieg in Algerien begann. Und so möchte ich die heutige Sitzung auch damit weiterführen, dass ich Ihnen ein wenig von Camus und dem Befreiungskrieg in Algerien erzählen will, als Einleitung in den Roman Der Fremde, den ich das nächste Mal Ihnen vorstellen will. Camus, geboren in Algerien am 7.11.1913, gestorben in Frankreich am 4. Januar 1960. Aus einer Arbeiterfamilie kommend, eine analphabetische Mutter, die er sehr geliebt hat. Der Vater war nicht präsent. Camus hat studiert Philosophie, war dann Schauspieler, Journalist, hat in der Resistance gearbeitet, gegen die Nazis gekämpft und bekam dann 1957 den Nobelpreis für Literatur und für sein humanistisches Engagement. Er hat sich, wie gesagt, engagiert im Unabhängigkeitskrieg der Algerier für die Araber. Und da sind wir eben beim Thema. Er hat die Bevölkerung Algeriens pauschal als Araber bezeichnet, obwohl das nun eigentlich wirklich der falsche Begriff ist. In Algerien leben keine Araber, sondern die POCs dort, das sind Berber. Wir haben eben in diesen an dieser nordafrikanischen Küste Tuaregs, wir haben Rif-Kabylen, wir haben Berber, die sprechen auch Arabisch zum großen Teil. Sie sind Muslime, was sie von diesen Arabern dann übernommen haben, aber sie sind keine Araber. Und das ist schon ziemlich typisch, dass sich eigentlich Camus letztlich doch nicht bemüht hat, eine politisch korrekte Sprache zu sprechen, was diese Menschen angeht. Er ist heftig kritisiert worden, gerade was seine Haltung im Algerienkrieg angeht. Und ich möchte Ihnen eine sehr kritische Stimme vortragen von James Baldwin, dem amerikanischen Autor. 1972 hat James Baldwin Folgendes geschrieben. Man könnte Camus vielleicht als radikalen Humanisten beschreiben. Er war jung, er war intelligent und es war anzunehmen, dass er mit der Autorität eines Kenners des Landes diese schönen Eigenschaften auch in die Beurteilung des französisch-algerischen Konfliktes einbringen würde. Ich habe diesen Schriftsteller nie so hoch eingeschätzt, wie viele andere es tun. Ich war betroffen, weil für Camus der europäische Humanismus an den Grenzen Europas zu enden schien. Es war so, dass sich Camus, solange die Sache der Europäer vertreten wurde, der Idee der Freiheit verpflichtet fühlte. Dass ihm aber, sobald es um die Sache Algeriens ging, nichts einfiel, als von Gerechtigkeit zu faseln. Was ein sehr hartes Urteil, aber viele andere sind in diesem Urteil doch gefolgt. Und für uns Europäer stellt sich die Frage, ob in anderer Form dieser Vorwurf nicht auch heute letztlich noch zutrifft. Zuerst ein paar Fakten. Algerien hat nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, aufzustehen gegen Frankreich. Man wollte sich befreien. Es bildete sich die Front de la Libération Nationale, die FLN, und es kam schon 1945 zu Revolten, zu Aufruhr. 102 Europäer wurden getötet, 8000 Algerier, manche sprechen von 45.000.
1954 kam dann ein neuer Aufstand. Frankreich hatte gerade Marokko und Tunesien die Unabhängigkeit zugesichert, aber Algerien nicht. Und nun kam es zum bewaffneten Befreiungskampf in Algerien und für Camus zu einem Dilemma. Algerien sei ein Sehnsuchtsland, in dem er auch die Antike noch lebendig fühlte. Das war seine Heimat. Das war die Heimat der Algerien-Franzosen, wie er meinte, die seit 1830 in diesem Land lebten. Und er hielt dieses Land nur für überlebensfähig, wenn Franzosen, Algerien-Franzosen und Araber dort zusammenlebten. Eine algerische Nation habe es nie gegeben und es könne es auch ohne einen französischen Bevölkerungsanteil nicht geben. Algerier und Algerien-Franzosen, Araber und Algerien-Franzosen müssten frei und gleichberechtigt dort leben, was den heftigen Widerspruch der Berber hervorgerufen hat, die gesagt haben, die Franzosen führen sich letztlich doch als Herren auf und sind nur in zweiter Linie Algerier. Es kam zu einer Reihe von Terroranschlägen und zu Folteraktionen seitens der Franzosen. Ein grausamer Krieg, der da geführt wurde. Und da fiel ein ganz schrecklicher Satz, oder was heißt schrecklicher Satz, ein heftig diskutierter Satz Camus, der zu den meistzitierten Sätzen von ihm gehört. Er hat gesagt, nach Angriffen der FLN in Algerien, ich glaube an die Gerechtigkeit, aber vor der Gerechtigkeit werde ich meine Mutter verteidigen. Simone de Beauvoir hat ihm daraufhin einen bourgeoisen Humanismus vorgeworfen. Ein Mitarbeiter Sartres hat ihn eine schöne Seele genannt. Er wurde heftig attackiert und hat dann letztlich auch beschlossen, zu schweigen. Das war einfach sehr schwierig für ihn. Er wusste nicht so recht, wie er Stellung beziehen sollte. 1962 war der Krieg zu Ende, 2 Jahre nach Camus Tod. Auf französischer Seite beklagte man 250.000 Tote, auf algerischer Seite 1 Million Tote. Camus hat immer im Hintergrund für die Algerier gearbeitet. Er hat verzweifelt auch versucht, viele vor dem Tod, zum Tode Verurteilte zu retten. Aber er war wirklich in einem Dilemma. Er konnte sich die Vertreibung der Franzosen aus dieser Kolonie nicht vorstellen. Algerien gehörte zu Frankreich, das war seine Überzeugung. Und ich denke, gerade auch in der Bezeichnung der einheimischen Bevölkerung als Araber, zeigte das doch, dass er letztlich sich nicht so vertraut machte mit den Verhältnissen, die unter denen die von den Franzosen beherrschte Bevölkerung lebte. Ich finde es ganz typisch, dass er in der Pest den Journalisten, der nach Algerien kommt, an der algerischen Frage arbeiten lässt, aber dieses Thema wird dann im ganzen Roman nicht ein einziges Mal thematisiert. Und auch in dem Roman Der Fremde, den wir das nächste Mal anschauen wollen, ist das kein Thema, obwohl es um einen Mord eines Weißen an einem Araber geht. Mir scheint das doch ziemlich typisch zu sein für unsere Haltung, Menschen gegenüber, die POCs sind. So frage ich mich
muss ich mich selber fragen, was für eine Haltung nehme ich diesen Menschen gegenüber ein? Nehme ich sie wahr, wie sie wahrgenommen werden wollen? Und das hat mich eben dazu getrieben, mir Romane anzuschauen, die mit dieser Frage umgehen. Ich muss mich selbst an der Nase packen, denn wenn ich daran denke, dass ich eine Freundin habe, die ich meine iranische Freundin nenne, eine Freundin, die hier geboren ist in Deutschland, die hier aufgewachsen ist, die die deutsche Staatsbürgerschaft hat, die hier zur Schule gegangen ist und zur Uni und die deren Vater Iraner ist, aber die von sich selbst sagt, ich bin Deutsche, warum nennst du mich immer meine iranische Freundin, dann muss da ja irgendetwas in mir noch sein, was das Thema andere Kultur immer noch in den Vordergrund schiebt. Ich denke auch an meine andere Freundin, die aus Guinea-Bissau stammt, die in Portugal aufgewachsen ist, in Europa studiert hat, in Berlin lebt und die von sich sagt, ich bin Afrikanerin. Und beide Beispiele sind für mich eigentlich sehr typisch dafür, dass ich durcheinander komme in meinem Bewusstsein und mit meinem Verhalten Menschen gegenüber, die ich nicht offensichtlich nicht richtig einschätzen kann. Und deswegen finde ich es so interessant, sich die Romane anzuschauen, die ich Ihnen die nächsten Male auch vorstellen will, angefangen von Toni Morrison bis James Marlon, die dieses Problem zum Ausdruck bringen und mich irritiert haben, verblüfft haben und mich einfach fragend dastehen lassen, was richtig ist und wie man sich richtig denkt und wie man dieses Problem Rassismus wohl auch in sich selber angehen muss.